Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Modern Warfare 3 mit mir, Alavach 1993. Auf der Map Mission, im Spiel muss frei für alle. Und natürlich habe ich heute auch wieder eine andere Primärwaffe am Start. Und zwar die M4. Genau, ganz wichtig. M4 mit Agor, genau. Das ist sehr komisch eigentlich für mich. Und zwar M4A1, Rückstoß, Agor. Warum habe ich Agor gewählt? Ich bin eigentlich nicht so der Freund vom Agor. Aber ich habe halt ein bisschen, oder ich möchte ein bisschen auf die Entfernung setzen. Weil Mission ist ja doch eine recht weite Map. Na, was heißt recht weite Map? Recht große Map, wo ich dann eventuell ein bisschen, bisschen Vorteil haben kann. Das Problem ist halt im Gegensatz zum Rotpunktvisier, dass man halt, ja, diesen Zoom trotzdem halt hat. Du bist halt recht dicht dran am Gegner, also wegen dem einfachen Zoom, was ich halt nicht so gerne mag, wo man dann halt wirklich ein bisschen, ja, Sichtfeld verliert. Ist immer ein Pro und Contra, definitiv. Mancher eine mag so, der nächste mag fuck you, andere mag anders. Ist als Geschmackssache. Ich bin eigentlich eher, wenn denn Kim und Korn, Alter, entweder Kim und Korn oder halt ein Rotpunktvisier oder sowas drauf. Im Spiel jetzt. Alter, ist der nur am Campen, oder was? Das kann durchaus gut möglich sein. Das wäre auf jeden Fall ein bisschen fatal. Rechts höre ich ein. Nee. Also der, ich weiß nicht, ob der Typ die ganze Zeit irgendwie am Campen ist. Da läuft auf jeden Fall eine lang und ich bin garantiert tot gleich. Nein. Oh, weg. Alter! Bleib doch mal hier, mein Gott. Ja. Ansonsten, was habe ich noch so am Start heute? Wenn ihr das Review-End, das Let's Show noch nicht gesehen habt, von dem Motocross-Game, also von MXGP2, könnt ihr ganz gerne noch vorbeischauen. Das Video habe ich am... wann habe ich denn das hochgeladen? Am Samstag, genau. Da könnt ihr ganz gerne noch reinschauen, wenn ihr möchtet. Und dann könnt ihr auch natürlich sagen, ob ihr davon mehr sehen möchtet oder nicht. Weil danach würde ich halt dann noch ein bisschen gehen, ob ich das mache oder nicht. Weil ich brauche mich ja nicht hinsetzen und Zeit investieren, wenn ihr das gar nicht sehen möchtet. Ist natürlich ein bisschen logisch, oder? So, ich hoffe mal, ich kriege den. Der campt? Da kann es sein, dass der schon wieder campt. Zack. Da haben wir den schon mal weg. So, dann haben wir den weg. Ja, ich weiß, da steht einer. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Alt, schnell, Heli. Aber mit dem Agor, das taut eigentlich ganz gut hin. Ja, scheiße, ich dachte, der rennt geradeaus. Fuck. Das war ein bisschen... Naja. Ich dachte, der hier, der Typ, der hier stand, der rennt jetzt rechts hoch, dass ich die halt ganz entspannt absnacken kann. Das war leider nicht so der Fall. 15-6 oder was das war. Ist jetzt auf jeden Fall auch nicht alt so gut. Aber ich hoffe mal, dass mein Heli noch ein bisschen was macht. Weil so kann ich dann natürlich meinen Vorsprung wieder ein bisschen ausbauen. Aber irgendwie macht er nichts. Warum macht er nichts? Oh, oh. Na komm. Und natürlich haben sie ihn gegeiert. Natürlich. Ich weiß nicht. Irgendwie werden meine Sachen übelst schnell immer gegeiert. Und die Sachen vom Gegner sind, was weiß ich, wie lange immer in der Luft. Ja, fuck you. Das ist so un... Weiß ich nicht. So ungerecht. Und neuer Host. Okay. Aber das Game geht schon mir echt lange. Holy shit. Okay. Ja, wie gesagt, da könnt ihr ganz gerne... das nochmal anschauen und dann, ja, könnt ihr ja ganz gerne unterschreiben, ob ihr mehr sehen möchtet oder nicht. Weil ich finde es eigentlich eine andere, eine etwas, ja, eine Auflockerung, fuck you, zu meinem Kanal, dass da dann ein bisschen was anderes noch kommt. So, das war knapp. Holy shit. Ich würde den Typen hier oben ganz gerne wegholen. So.
Nein, wieso? Ey, wieso spawnen die denn alle hinter mir, Mann? Was ist mit denen nicht richtig? Ah, vielleicht kommt die an. Ne, schade. 23,9. Es geht auf jeden Fall ganz gut klar noch. Aber es ist schon arg schwer. Weil die sitzen wirklich überall. Du musst halt extrem... Ah, das wäre kein sicherer Schuss gewesen. Du musst halt extrem... Ja, ich habe ihn noch gekriegt. Ich muss halt so extrem viel laufen, was eigentlich unnormal ist für Mission. Weil normalerweise, sie sitzen eigentlich immer irgendwo. Da, wo man die halt ruckzuck holen kann. Aber irgendwie hier sitzen die echt... Hoppala, das wollte ich jetzt nicht. Aber egal, vielleicht bringt mir das ja nochmal einen Vorteil. Und zwar kann ich mir den holen. Dann kann ich mir den nochmal holen. Sprint mal kurz mal hier rein. Dann kann ich meine ULV drücken. Nee, doch nicht. Doch. Habe ich doch richtig gehört. Da läuft einer. So, dann gehe ich nochmal kurz hier rein. Für meine Predator. Und dann müsste ich eventuell, hoffentlich, bald wieder mein... Fuck. So. Heli kriegen. Was? Und ich habe schon geendet? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Lol. Das habe ich eben gar nicht mitgekriegt. Und es war so fail, dass er ihn hier gekriegt hat. Oh, hätte ich gewusst, dass das der letzte Gegner ist, dann hätte ich meine Predator gar nicht auf den gejagt. Egal, 30-10, M4 und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ihr könnt natürlich nochmal bei MXGP2 bei dem Motocross-Spiel mit reinschauen. Ja, wenn ihr auf meine Videos klickt, ist es das dritte, also drittletzte, was jetzt hochgeladen wurde. Und ja, da könnt ihr nochmal ganz gerne eure Meinung zuschreiben. Ob ihr davon mehr sehen wollt oder einfach nur mal das Let's Show bewerten. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin raus, ich bin Alewach1993. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.